Blitzrezepte, Couscous mit Frischkäse, Paprika, Zwiebel und Knoblauch in ordentliche Würfel schneiden. Und jetzt braucht ihr ein Stückchen Butter und gebt die Butter in die Pfanne. In die Hänsepfanne Zwiebel und Knoblauch dazu, so ein Teelöffel Currypaste, 2-3 Minuten vorsichtig angeschwitzt. Wenn die Currypaste anfängt so richtig lecker intensiv zu riechen, kommt so ein halbes Teelöffelchen Currypulver noch dazu. Ihr müsst aber aufpassen, dass das Currypulver nicht verbrennt. Ja, wichtig, wichtig. Eiweiß wird auch noch hier eingerührt. Orangensaft, Gemüsebrühe zu gleichen Teilen. Couscous dazu, 2 Teile Flüssigkeit, 1 Teil Couscous. Die Herdplatte zurückschalten. Das ist ein Fertigprodukt. Paprika mit Frischkäse gefüllt. Und setzt die hier rein. Und jetzt vorsichtig quellen lassen. Ein bisschen geriebener Käse dazu. Und jetzt 8 Minuten warten. Nehmt doch die Pfanne einfach auf den Tisch. Bei meiner Pfanne könnte man sogar den Griff abnehmen. Boah, ist das geil. Ja, das Bier gehört dazu.